Hallihallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Projekt von GTA 5 bzw. GTA Online. Wie man so schön sieht, im Moment sind wir nur zu dritt. Da drüben sehe ich gerade den Ingrid, wie er meine Nachbarn spart. Oh ja, du hast geile Nachbarn. Ich glaube, rechtes Fenster, dritte Etage oder sowas, da poppen sie immer ganz gerne. Und wir haben noch den Snake. Ja, yeah, ich gucke gerade Garage. War was anderes. Ich stehe jetzt mal auf. Ich spreche ja, mal die Wohnung von Reaper. Hat schöne Aussicht. So eine schöne Aussicht habe ich nicht. Boah, ja, du bist ja auch in irgendeinem, keine Ahnung, Viertel. Bei mir ist so eine riesen Baustelle. Wenn manchmal Gangangriffe statt. Oh Gott. Naja gut, also wir haben uns jetzt so überlegt, für die erste Folge, die wir jetzt hier machen, ist so eine kleine Einführung erstmal für unsere drei Pappenheimer hier, also für den Ingjald, für den Snail und für mich. Ob da noch ein paar dazukommen, wissen wir noch nicht. Wir hoffen mal ja. Wir wissen definitiv von zwei weiteren, die kommen werden. Und dann schauen wir mal, was wir da so alles verzapfen können. Und als erstes machen wir dann, denke ich mal, eine Mission. Ja, yeah, Monsieur. Da habe ich auch eine. Genau. Wird heruntergeladen. Oh, Reaper verschwunden. Ghost. Hexer. Lass meine Bude ganz. Hexer rein. Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, er ist weg. Wir haben die Bude für uns. Ja, yeah, aus aktueller Sitzung. Ja, und für alle, die zuschauen hier und selbst GTA Online bzw. GTA 5 besitzen und mit uns mitspielen wollen, können die es gerne tun. Ich werde mal herausfinden, wie ich unsere Crew posten kann, sodass ihr da beitreten könnt und so weiter. Ich werde da mal täglich dabei reinschauen. Und ansonsten, ja, einem von uns eine Freundesanladung schicken. Am besten mir, ist am einfachsten. Und dann können wir da weiter gucken. Ja, genau. Wertung 79%. Ich habe gerade gesehen. Ah, doch ja? Nicht. Doch, wenn ich STRG gedrückt halte, hält mein Timer kurz an. Ist auch nicht schlecht. Ja, aber er läuft zum Glück dann weiter. Jetzt müssen wir erstmal aus der Wohnung hier raus. Ach, falscher Ausgang. Alle in die Garage. Auf uns als Besitzer werden alle in die Spielreise geladen. Gut, gut. Am besten ist, wir nehmen den Großen, den wir hier haben. Der ist gepanzert und so weiter. Na, ich bin jetzt schon direkt raus. Ich warte dann kurz, bis er rauskommt. Ah, okay. Kommt doch gleich rein. 9 Minuten für alle Ziele. Ja, wird eng. Sollten wir dann lieber doch alle einzeln nehmen? Die sind ziemlich weit entfernt. Gib mir mal eine Markierung oder bewegen die sich? Ja, die bewegen sich nicht. Das ist gut. Dann schnappen wir uns zuerst den einen hier unten rechts. Na, der ist... Na, warum kann ich nicht markieren? So, der ist der Nächste. Muss nur fast nur geradeaus fahren, dann hast du ihn. Sehr gut. Ja, wir haben halt schon ein bisschen vorgespielt. Ripper fährt wie ein Besoffener. Ist ja wieder typisch. Der kam da aus der Seitenstraße raus, hallo? Hat wohl noch nichts von rechts vor links gehört. Oh, ups. Da habe ich der Dame das Auto weggekickt. Gibst du, du wolltest das Auto verschönern. War doch schon ein schönes Auto. Also heute habe ich es irgendwie mit dem Autofahren, fällt mir auf. Die musste sowieso abnehmen, also was soll's. Da guck, da hat sich schon einer vor Schrecken Unfall wegen dir gebaut. Wo ist denn das Ziel? Irgendwo hier. Ich glaube oben, oder? Auf dem Dach. Wollte einen Haftbaum hinschmeißen, ach schade. Oh. Kommt man da hoch? Leiter. Ah. Leiter, Leiter. Ah, da.
Ja, da hat die Leiter schon gefunden. Hat sie auch noch hier in diesem komischen Verschlag oder was? Hä? Oder doch unten? Oh, wo ist das hier? Sind das hier die Paletten? Scheinbar nicht. Was ist das Ziel hier? Ich hab keine Ahnung. Scheint direkt drauf zu stehen. Ist vielleicht unten, kann man vielleicht irgendwo durch eine Tür durch? Nee, jetzt keine offene Türe. Werf mal eine Handgranate auf die Paletten. Ja, die Paletten sind das eindeutig nicht. Toll. Das ist ja eine sehr gute Mission. Direkt am Anfang schon mal scheitern. Dann kann man hier irgendwo reingehen. Muss hier in dem Haus sein. Hat's keine offene Tür, an die man gehen kann? Nee. Muss ja auch hier unten irgendwo sein, sonst wäre ja ein Pfeil zu sehen. Ups. Oder eben einen der anderen angucken. Ja. Ja. Ich hab keine Ahnung. Da oben. Wo denn? Was stand war das? Da oben auf dieses, bei dieser Reklametafeln da. Ich glaube, dann hole ich mir eine Karre und fahre zu einem anderen Ziel. Ja, dann. Okay. Schaffen wir es vielleicht noch in der Zeit. Ja, wir holen uns jetzt den Punkt rechts oben. Dann fahre ich zu einem der anderen. Ganz rechts oben da. Ja, ja, rechts von uns. Ah, jetzt. Markierung wollte nicht. Bitte fahren Sie nach links. 100 Meter nach rechts, bitte abbiegen. Bitte nicht das Auto rammen. Zu spät! Mein Auto also ist größer. Auf das weiße Auto auf und auf das andere Auto. Bitte fahren Sie diese Kurve 1 Kilometer lang. Dann haben Sie bald Ihr Ziel erreicht. Alter! So erreichen Sie nicht Ihr Ziel. Ja, den Berg hier rechts kommen wir ja nicht hoch, selbst mit der Kiste hier nicht. Noch 1 Kilometer, dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Jetzt gleich bitte scharf rechts abbiegen. Jetzt einmal bitte über den Hügel fliegen. Ob wir da überhaupt hochkommen? Ja! Oh oh! Mein letztes Ziel bewegt sich. Das ist ja nicht nett. Oh Mann! Ah, verdammt. Unser Ziel bewegt sich auch. Ja, fährt da vorne. Nee, etwas weiter also. Was wollte nur erschrecken den Wanderer. Ja, da vorne, der ist im Auto. Kann ihn leider noch nicht sehen. Da. Oh, der hat sich gedreht.
Er dreht sich nochmal. Mein Bodyguard wollte auch unbedingt. So, das Ziel ist down. Ja. Und dann das nächste Ziel. Nein, ich will hier raus. Erledigt. Sehr gut. Noch weitere. Oh, das unser letztes Ziel ist ein Boot. Ernsthaft? Ja. Oh, wundertoll. Geh zum Yachthafen in L.A. Porta, suche nach dem Arsch auf mein Boot und erledige ihn. Ja gut, zum Glück haben wir jetzt neue Zeit dazu bekommen. Wir waren ja gerade schon ganz knapp. Ja, wir haben es nochmal geschafft, rausgeholt. Alter! Paypal? Weißt du, ich habe so eine mega fette Karre und die können mich mit ihren kleinen Pisskarren hier wegdrücken. Ja, Größe ist nicht alles. Es kommt auf die Technik an. Ja, ne? Alter, okay. Der war größer als ich. Ja, also für unsere Zuschauer, es kann dann also auch halt demnächst dann dazu kommen, dass wenn wir mehr Leute sind, dass es dann noch mehr Chaos gibt. Im Moment sind wir ja in der Mission, da ist es nicht so viel Chaos. Wir versuchen professionell zu bleiben, aber naja. Chaos. Hört, die hat gemeckert. Das Boot fährt weg. Jo. Bin aber schon auf dem Wasserweg dran. Mehr oder weniger. Das ist eine Wand. Das Boot müsste jetzt gleich hier lang fahren. Ey, wieso ging die Markierung nicht? Jetzt sehe ich gerade gar nichts. Ich weiß nicht, wo ich herfahren muss. Warte. Fahren wir zu dem Punkt, da müsste der eigentlich lang fahren. Wir haben nur noch 2 Minuten, ne? Halt mal ein bisschen die Karte hin. Ingrid ist fast dort. Rennt das Boot zu rammen. Er rammt das Boot. Das Boot fällt von Ingrid weg. Habe ich. Ah. Ich werde beschossen. Wir können leider nichts machen gerade. Fahr zu den Wegpunkt. Ah, verdammt. Ach, jetzt stell doch nicht immer alles um hier. Kann ich auf das Boot wenden? Es dreht. Bin ich natürlich am Strand ohne irgendeinen fahrbaren Ersatz. Ich bin gerade am gucken, wie das Boot jetzt fährt. Das Boot kommt wieder zu dir, Ingrid. Raketenwerfer und Feuer. Das Boot scheint im Kreis zu fahren. Jetzt. Und treffe ich. Jo. Ja, wunderbar. Sehr schön. 15. Ja, boah, das hat auch gut Geld gekostet. Ja, guck mal, 8 Kills und wie viel? Ja. Ich hab einen, ne? Einen! Wieso hast du den gekillt? Ich dachte, ich hätte den erschossen. Nein, ich hab den gekillt. nächste Mission? Keine Ahnung. Ach komm, hier. Nehmen wir die nochmal, die war lustig. Okay. Wo
Hoffentlich muss ich jetzt nicht vom Strand aus dahin, da muss ich erstmal eine Karre oder ähnliches finden. Ich hab keine Ahnung. Ja, natürlich blöd. Weiß der Teufel, von wo wir starten? Achso, du tust mal jetzt starten, okay. Aber deine Idee. Ulle Dera. Sieht da raus in der Nähe aus. Ist es, glaube ich, auch. Oh, 500 Meter geht ja. Hallo, ich will da rüber. Ja, wollte ich gerade fragen. Irgendwie wollte er nicht, ey. Du mal kurz vorm Ziel vor euch warten. Ist gesünder, aber wir müssen uns da jetzt durchkämpfen. Na? Ey. Los, stirb. Gut. Da läuft einer weg. Er ist tot. An Vorrücken! Sondereinsatzkommando kommt! Oh, er schießt auf mich. Oh, bin gleich down. Und da ist es passiert. Ingrid ist schon gestorben, nein! Recht meinen Tod. Kommt einer. Oh, es stirbt schon. Schön in den Arsch geschossen. Irgendwo stirbt hier gerade noch einer. Och, die sah aber hübsch aus. Alter! Was für ja. Das war eine schlechte Idee. Die Motorräder müssen wir klauen, Snay. Stimmt, ja. Stimmt. Oh, komm, Neustart. Ballert der die Motorräder in die Luft, ey. Und davon wir nicht schließt. Was das Ziel nochmal war. Ja, ganz genau. Och nö, jetzt komme ich da gleich wieder nicht über die Rüstung drüber. Hey, ich hab's geschafft. Bitte wenden Sie. Bitte rammen Sie nicht meinen Wagen, ja. Kriegst du. Sei froh, dass deine Kiste schneller ist als meiner. Zu weit.
Da kommt die wieder. Achtung, von hinten kommt einer, da pusht sich einer ran. Jo. Hab ihn. Los. Scheint sauber zu sein hier. Ah, da kommen zwei. Aber so. Hab ihn. Schon ziemlich lang. What the hell, wo ist der? Wieder mal Inja, der mich zu Tode erschreckt. Ich stecke mich hinter Palme. Aua! Ach da. Hast du den gekriegt? Ja. Ja. Gut. Schnappt euch die Bikes! Ihr kriegt die Motorräder dann nicht zurück. Jetzt weg hier. Alter Schwede, hier steht ja. Oh! Da kommt noch was. Stella, Inge, hau ab. Oh, war. 2 Kilometer. Und auch. Dim, 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 dim. Obwohl, falsche Musik. Wow, da kam es ja entgegen. Da hat ja wohl einer eine Ratsche. Echt, ne? Ey, wieso bist du schneller? Das geht Shift. Ja gar nicht, ja. Wenn du mit Tastatur und Maus spielst, Shift gedrückt halt. Okay, hab ich grad. Was laufen die hier rum? Ey, ohne Scheiß, ne? Ja, man gar nicht. Snee! Jetzt müssen wir nur noch auf Ingrid warten. Ich bin ja schon da. Da kommt er! Jetzt kommt ein bisschen fehlgeschlagen, weil der Geber noch tot ist. Ja, das hat auch gut was gebracht hier. Ja. Ja, und ja, das war's dann auch schon wieder. Wir sind über der Zeit von 20 Minuten. Ich hatte eigentlich nur 20 geplant, aber egal. Also dann, das war's von GTA Online auf dem PC. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, abonniert uns und ich hoffe, Ingeld nimmt demnächst dann auch mal auf. Alles klar, bis dann. Tschüss. Ciao. Jo, ciao.